WoWa benutze. Aber wir brauchen benutze, um nach Nepal zu reisen. Die Gefangene sollte inzwischen den Verstand verloren haben. Das ist sehr schön zu wissen. Dum-di-dum. Ja. Klick. Sie dürfen jetzt gehen. Okay. Wir haben nur G zu. Das ist nicht viel. Können also nichts machen. Ja. Zeit für ein... Ah, mir geht's schon wieder besser. Ich wollte gerade sagen, Zeit für einen neuen Zeitraffer. Aber es scheint ja doch schneller zu gehen, als ich dachte. Warum? Kontostand 3000? Warum glatt 3000? Haben die ANC Geld abgezockt oder war das nur das, was von dem Nepal-Ticket übrig war? Hm. Oh, ich glaube, wir haben auch ein großes Problem. Weil das Nepal-Ticket kostet über 1500. Das heißt, sie kommt nicht mehr zurück. Das ist ein dezentes Problem, ne? Benutze Buttermesser mit... Bus. Warum wecken Sie mich auf? Ich will zum Flughafen, verdammt nochmal. Ich wurde gerade aus Nepal hierher teleportiert, verdummt, und muss jetzt wieder zurück, um den beknackten Partner zu retten, der eine Stange von der Polizeiwache geklaut hat. Benutze Cashcard mit. So. Ah, wieder nochmal. Ja, schön, dass du mir das sagst. Unterbrichst denn das, was du gerade machst. So. Auf geht's. Benutze Ticketautomat. Lima, Peru. War richtig, ne? Oh, es kostet unter 1500. Ach, es hat nur von England aus viel gekostet. Ja, das ist okay. Also, Sektion 7. B10. B10, richtig? Richtig. Durchgehender Strich, Punkt, anderer durchgehender Strich, schwarzer Block unten. Richtige Eingabe, okay. Also nochmal, Hinder. Da lang. Das ist nicht richtig. Lima ist nicht... Ah. Mist. Okay, also wir sind in... Abbruch. Wir sind jetzt in Lima, Peru. Lima, Peru ist der Vogel, der schreibt mir jetzt auf. Lima, Peru, gleich Vogel. Wir müssen nach... Benutze Ticketautomat. Wir würden gerne nach San Francisco. Jo. Dann zurück. Angenehmen Flug später. Benutze Ticketautomat. So, Lima, Peru ist Vogel. Nepal. Nepal gleich Yak. So. Jetzt laden wir den Speicherstand. Spiel laden. Spiel D. Und da muss Zack noch den Dingens finden. War es gerade blau? Nee. Hier muss er noch die Kristallscheibe finden. Und danach sind wir dann halt nach England geflogen. In England konnten wir nichts machen und so weiter. Da haben wir recht viel Geld verballert. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder hin, laufen so lange, bis wir im hellblauen Bereich sind. Genau. Und im hellblauen Bereich suchen wir die Tür, die ins Dunkle führt.
Das war jetzt übrigens schon unsere vierte Sackgasse. Ich glaube ja. So, jetzt kommen wir. Stopp, 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 stopp. Wir müssen jetzt einmal dadurch. Und dann. Was ist? Fackel. Benutze Fackel mit Feuerzeug. Jetzt sind wir in Raum 2. Und hier ist das, was wir suchen. Ja, okay. Benutze seltsame Zeichen mit gelber Buntstift. So, es fing oben links an, ging darum. Also ja, es gibt ziemlich viele tödliche Sackgassen. Also nicht wirklich tödlich, sondern einfach nur, die Helden sind irgendwo auf der Welt verschollen und haben kein Geld mehr. Oder sind auf dem Mars und haben keine Münzen mehr. Das ist alles ein wenig komisch. Nimm Kristallscherbe. So, raus. Von da aus die Tür, um in Raum 1 zu kommen. Und von da aus die Tür, um in Blau zu kommen. Von hier aus müssen wir einfach noch weg. Weg, 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 weg. So. Nee. Waren das nicht Markierungen, dass auf diesem Kartenstück ein Ausgang nach draußen war? Nö, nee, anscheinend nicht. Aber okay, wir gehen hier raus, wir gehen zum Flughafen. Dann gehen wir vom Flughafen. Achso, wir müssen die Sache mit dem Guru auch nochmal machen, oder? Was genau hat der Guru uns gesagt? Ich habe vergessen, was der Guru uns gesagt hat. Hat uns irgendwas über Schweinebraten und Omelets und dreckige Frauenwitze erzählt. Ah, er hat uns erzählt, wie man den blauen Kristall benutzt. Okay, das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Das heißt, wir fliegen. Oh, ich habe eine Idee. Wir zünden erst den Heuballen an. Dann wird die Wache abgelenkt und dann können wir das Ding klauen. Okay, dann muss Annie auch gar nicht hinkommen. Glaube, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Ich will hier raus. Ah, grün. Okay. Blau. Ja, raus hier. Okay. Gehe zu Joel. Jetzt nach Nepal. Nepal gleich Jack. Nicht Lima, Peru. Lima, Peru gleich Vogel. Und dann müssen wir nach Zaire mit dem gelben Kristall. Obwohl Zack das jetzt eigentlich noch gar nicht weiß. Aber wir als transdimensionale Wesen haben das alles schon mal erlebt und können ihm das in seinen Träumen einflüstern. Okay. Wir würden gerne Lima, Peru ist der Vogel. Wir müssen nach Nepal. Das ging von London aus. Ja, London, okay. So, da lang. Angenehm, Flug später. Benutze Ticketautomat. Wir würden gerne nach Kathmandu, Nepal. Für viel zu viel zu viel zu viel Geld. Ja. Und da der Guru ja sagt, dass wir von ihm weggehen sollen und etwas Gutes vollbringen, will ich nicht direkt im Anschluss den Heuballen anzünden. Das heißt, wir machen die Geschichte mit dem Heuballen zuerst. Dann macht das auch Sinn, dass wir ein schlechtes Karma haben, wenn wir da ankommen. Achso, bei dir können wir das Buch schon mal geben. Gib Buch zu Wächter. Bist ein Anhänger des Gurus, richtig. Das war's schon, danke. So, benutze. Feuerzeug ist ganz unten. Benutze Feuerzeug mit Heu. Du guckst mal weg. So, lauf, 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 lauf. Ich muss irgendwie gerade ans Flugzeug denken. Feuer, Feuer! Ja, sehr schön. Ein Feuer? Ja, der Mann hat gerade geschrien, Feuer.
Lalala. Unauffälliger Typ im Tauchanzug mit Nasenbrille und Hut. Nein, stopp. Prioritäten. Nimm Fahnenmast. Nimm Zellenschlüssel. Öffne Schranktür. Ist da noch irgendwas drin? Ist leer. Poster, nö, nö. Flugblätter, Steckbrief. Lies Flugblatt. Es ist ein Bild von einem Fahnenmast, aber es ist kein. Aber ich kann kein Nepalesisch. Steckbrief? Ich kann es nicht lesen, aber da ist ein Bild von einem Meteor. Ja, okay. Raus. Weg. Benutze Cashcard mit Nummernschild. Ja. Einen langen, staubigen Ritt später. Gut, jetzt benutze Ticketautomat. Wir würden zurück gerne nach London für viel zu viel Geld. Und da muss Annie jetzt gleich auch hin. Nein! Stopp. Erstmal. Das Feuer brennt immer noch. Erstmal müssen wir da rein und im Guru sprechen. Ja, hätte ich fast vergessen, das wäre nicht so schön gewesen. Weißt du, der kommt jetzt hin, schnüffelt an uns, riecht, dass wir ein Feuer angezündet haben. Mhm. Böses Karma. Geh nicht weg. Okay. Das heißt, jetzt warte ich wieder ganz kurz. Es hat echt nicht lange gedauert letztes Mal. Vielleicht eine Minute oder so. Das heißt, ich warte jetzt kurz, bin dann gleich wieder da. Und dann bringt er uns bei, wie wir den blauen Kristall benutzt. Und von da aus fliegen wir nach London. Annie fliegt nach London. Und wir fügen da den gelben Kristall zusammen. Dann fliegen wir nach Kinshasa. Es geht von hier aus, aber ich hoffe mal von London auch. Und in Kinshasa geben wir dem Golfschläger nochmal dem Schamanen. Der Schamane wird nochmal den Tanz aufführen. Und der wird da sagen, und komm mit dem gelben Kristall zurück. Dann sagen wir, Schamane, wir haben hier einen gelben Kristall. Und dann weiß ich nicht, was weiter passiert. Wir brauchen immer noch den weißen Kristall. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den weißen Kristall bekommen, wenn wir den blauen Kristall auf den Vogel in Lima, Peru, anwenden. Das wird da irgendwo sein. Aber ja, trotzdem werde ich es so in der Reihenfolge machen, denke ich. Außer wir kommen erst in Lima, Peru vorbei. Ich muss immer noch ein bisschen an das Geld denken. Ich musste jetzt aber nicht wirklich neben ihm stehen, oder? Weil eigentlich hat es letztes Mal ungefähr so lange gedauert, wie ich jetzt gerade geredet habe, um zusammenzufassen, was wir in den nächsten Folgen so machen. Magst du nochmal an mir riechen? Ich kann trotzdem nochmal das Zeug abnehmen, das brauchen wir gerade nicht. Nimm ab Hut. Jo. Nimm ab Nasenbrille. Jo. Nimm ab. Sushi im Glas? Nein. Nimm ab. Was ist das Ding? Tauchanzug. So. Können wir wieder ein bisschen ordentlich atmen. Unsere Haut auch. Ist nicht ganz so eng. Ah, und schon schnüffelt er. Du hast deine Sünden abgelegt und hast den blauen Kristall bei dir. Jupp. Ich werde dir seine Bedeutung lehren. Und Kochrezepte und dreckige Witze und so Zeug. Und dieses Mal werden wir uns nicht in den Jack verwandeln, weil der Jack dafür sorgt, dass... Oh, wart mal. So könnte man Geld sparen. Weil der Flug hier nach Lima, Peru, nein, nach Nepal. Nepal gleich Jack. Der Flug nach Nepal war ja doch ziemlich teuer. Das heißt, wir könnten die Außerirdischen benutzen, um uns von Nepal nach San Francisco zurück zu teleportieren. Da werden wir dann verdummt. Aber wir kommen nicht an unsere Sachen ran. Ja, okay. Das ist egal dann. Egal, jetzt hat's geklappt. Nun tun wir etwas Gutes. Was genau tun wir jetzt? Wir füllen jetzt als nächstes eine Wache ab, ne? Und brechen in Stonehenge ein.
benutzt einen geklauten Mast, um zwei Scherben wieder zusammen zu schmelzen. Es klingt irgendwie alles nicht so wirklich gut. So, benutze Cashcard mit Nummernschild. Piep. So. Jetzt dürfen wir reisen. Oh, und das Zurückteleportieren mit Aliens wäre eh doof gewesen, weil wir hatten das Ticket schon gekauft. Einen total miserablen Flug später. So, wir sind jetzt in England. Jupp. Okay, wechsle zu Annie. Annie ist in San Francisco. Benutze Ticketautomat. London. 808 und wieder Visa-Karte. Ist okay. Sektion 5. G19. Das ist... Ja, okay. Leeres Feld. Es gibt kein leeres Feld. Also G19 sagt bei mir leeres Feld, schwarzer Block unten, Kreuz, Kreuz. Ach doch, da ist ein leeres Feld. Schwarzes Block unten, Kreuz mit Rahmen oder ohne? Mit Rahmen. Richtige Eingabe, okay. Also, Any hinter, füll die Wache ab, Drahtschere auf Zaun und dann hoffen wir, dass es so klappt, wie ich es mir denke. Warum bin ich in San Francisco? Benutze Buttermesser mit Bus. Warum wecken Sie mich auf? Ich muss zum Flughafen. Ich hab mich verklickt. Ja, ich hab mich hoffentlich verklickt. Benutze Cashcard mit Cashcard-Leser. Ich hab noch ein Ticket im Inventar. Lies. Nee, nicht Cashcard. Lies Ticket. San Francisco, London. Ja, ich bin nach rechts gegangen. Warum auch immer. Angenehm Flug später. Ja. Ja, okay. Du dahin. Gib Whisky zu Wächter. Mit ihnen teile ich gerne einen Drink. Halbe Flasche später. Benutze Schalter. Wechsle zu Zack. Benutze Drahtschere mit Zaun. Zip, 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 zip. Geh zu Stonehenge. So. Benutze Kristallscherbe mit Altarstein. Die andere Kristallscherbe hat Annie, richtig? Ja. Wechsle zu Annie. Annie, gehe zu Stonehenge. So, benutze Kristallscherbe mit Altarstein. So, bisschen Abstand. Wechsle zu Zack. Jetzt speichern wir ab. Spiel speichern. Ich will das nicht alles nochmal machen müssen, wenn jetzt irgendwas schief läuft. So. Und in der nächsten Folge werden wir... Wo ist das Ding? Gitarre, Fahnenmast. In der nächsten Folge machen wir benutzte Fahnenmast mit Altarstein und da dürfte das hoffentlich einen Blitz einschlagen, obwohl es nicht regnet. Dürfte einen Blitz einschlagen und den Kristall zusammenschmelzen und dann laufen wir mit dem Kristall zu dem Schamanen nach Saire. Also bis gleich.